und die trägt den Titel Stravanzen. Ja. Und das war jetzt eigentlich mal so das Erste, was mich interessiert. Was hat es mit dem Titel auf sich? Wie kommst du drauf oder was steckt da dahinter? Stravanzen ist eigentlich ein Ausdruck, den man nur in Süddeutschland kennt. Das heißt auf gut Deutsch oder auf Hochdeutsch umherschlendern. Und das ist was, was ich sehr gern mache. Also ziellos irgendwo umeinander gehe und aber trotzdem präsent sein, weil sich dann einfach Sachen ergeben auf dem Weg sozusagen. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, das trifft auch in gewisser Weise auf die Bilder zu, weil ich irgendwo hingehe, aber nicht genau weiß, wo. Also ich habe keinen bestimmten Plan. Und gerade auf dem Weg ergeben sich Sachen, an die ich vorher nicht gedacht habe, aber die einfach aus einer gewissen Offenheit, aus einer gewissen Aufmerksamkeit, die ich dann so sehe und dann es ist ein zielloses Umherschlendern auf der Leinwand. Und wenn ich Glück habe, dann kommt was raus, was mir gefällt und dann wird es ein Bild. Ich will gar nicht wissen, wie meine Bilder entstehen, um das mal ganz nur kurz und knapp zu sagen. Natürlich hat man immer ein Bild im Kopf, also das Gehirn arbeitet ja pausenlos sozusagen. Oder zumindest eine Vorstellung, wie das ausschauen könnte. Aber es ist einfach so, dass die Realität ist so, dass das Bild erst in dem Moment entsteht, wo das Mittel, also ein Pinsel oder Schwamm oder was auch immer, die Leinwand berührt. Und wenn man da nicht abgelenkt wird von irgendeinem Konzept, von irgendeinem Bild, dann wird es gut. Also ich stelle mir jetzt ein Haus vor und dann male ich ein Haus, das funktioniert bei mir nicht. Sondern das muss in dem Moment, wo das Bild entsteht, muss ich das sozusagen, da muss ich gar nicht da sein. Ich muss mich selber ausschalten und dann wird es ein gutes, starkes Bild. Das ist relativ schwierig. Kalligraphie, ja, gelernt, ich habe es kennengelernt, sagen wir mal so, viele Seminare mitgemacht und das hat die Malerei komplett verändert. Weil ich gesehen habe, dass man im Prinzip mit einem Strich, mit einer Bewegung ein Bild machen kann, das mir persönlich völlig ausreicht und genügend ist. Diese Kalligraphie-Technik oder eigentlich nicht die Technik, aber was dahinter steht, diese Präsenz beim Malen, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ob sie jetzt, die traditionelle Kalligraphie ist ja relativ beschränkt, das heißt, sie haben schwarz-weiß, es sind chinesische oder japanische Schriftzeichen oder einfach Symbole wie der Enzo, der Kreis. Da kommt es nicht darauf an, ob der jetzt zum Beispiel besonders rund ist oder besonders schön, sondern da kommt es darauf an, dass in dem Moment, wo man das macht, dass man komplett da ist. Und das Prinzip habe ich einfach übertragen auf größere Formate, auf Farben, auf andere Formen. Aber das Prinzip bleibt eigentlich gleich. Also das Zusammenbauen und Herrichten von Rahmen, Leinwand, Spannen, Grundieren, das ist für mich wichtig. Es ist eine rein handwerkliche Geschichte, aber also erstens muss man es sorgfältig machen, das ist ganz klar, und zum Zweiten, ja, man hat dann schon eine gewisse Nähe zu dem Ding, das da vor einem liegt. Und für mich gibt es also auf der einen Seite nichts Schöneres als eine super glatte, schöne, grundierte Leinwand, weil ich jetzt da was drauf machen muss und möchte. Und das ist ein toller Moment irgendwie.
Das sind abstrakte Bilder, das heißt, also zumindest sagt man das. Für mich ist das überhaupt kein Unterschied. Es gibt für mich abstrakt und figurativ. Manchmal kann man genau erkennen, was der Maler wollte oder die Malerin. Ich habe nur gemerkt, je sozusagen ungegenständlicher ich ein Bild mache, desto mehr hat der Betrachter die Möglichkeit, selber was zu sehen. Ich meine, wenn ich ein Haus aufs Bild mache, dann ist es ein Haus, egal wer das anschaut. Wenn ich zum Beispiel das bei Fight, das sind zwei Bewegungen, da können sich Leute, was weiß ich, einbilden oder drin sehen. Das ist ja viel interessanter eigentlich. Und ich bin jedes Mal überrascht, wie viel, also was die Leute alles drin sehen. Ich wäre da nie drauf gekommen. Das ist hochinteressant. Also je weniger man von sich selber neigt, desto mehr kann der andere eigentlich rausziehen. Das ist ganz eigenartig. Aber es ist faszinierend. Es ist eigentlich relativ exemplarisch für meine Arbeit. Das ist einmal diese reduzierte Ästhetik und zum anderen die komplett spontane Bewegung. Und das verkörpert es eigentlich ziemlich gut. Das Faszinierende ist, vor der Leinwand zu stehen, die fertig bereitet ist und weiß und sozusagen jungfräulich. Es ist, diese Bilder sind auch eine Mutfrage, weil es geht einfach wahnsinnig viel schief, wenn man so malt. Und es geht auch viel schief. Also ich schmeiß viel weg, ich übermal viel. Es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn ich da den Pinsel ansetzt, dass da irgendwie was super rauskommt. Das ist einfach auch Arbeit. Also ich will nicht sagen Zufall, es ist ein gut geplanter Zufall. So.